In diesem Video zeige ich, wie man am Eligo Neptune 4 und 4 Pro einfach eine zweite USB-Buchse nachrüsten kann. Diese kann man nutzen, um zusätzlich zu einer Kamera am äußeren Port noch einen USB- oder WLAN-Stick im Drucker versteckt anzubringen. Bevor wir das Ganze durchführen können, brauchen wir noch ein paar Dinge. Zunächst wäre das natürlich ein USB-Port, bei dem man darauf achten muss, dass er die Version 2.0 hat und die Pins lang genug sind. Ich habe hier auf eBay schon einen rausgesucht und unten in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten braucht ihr noch Lötutensilien, damit ihr den Port auch anbringen könnt. Um nun gut an die Unterseite des Druckers zu kommen, müssen wir diesen umlegen. Hierfür fahre ich zuerst den Druckkopf fast ganz nach oben und ich entferne alle Kabel und das Display, um den Drucker besser auf die Seite legen zu können. Danach nehme ich eine Unterlage und ich kippe den Drucker vorsichtig auf eine Ecke des Tisches, sodass die X-Achse und der Schalter nicht aufliegen. Nun können wir mit dem eigentlichen Teil beginnen. Durch das Entfernen der gezeigten 5 Schrauben kann die Abdeckung gelöst werden. Anschließend kann der Stecker des Lüfters ausgesteckt und die Abdeckung komplett entfernt werden. Darunter finden wir das Mainboard, auf welchem wir nun oben links einen weiteren USB-Port anlöten wollen. Wichtig ist hier, dass wir nur einen Port an der gezeigten Position anbringen können, obwohl theoretisch zwei USB-Plätze vorhanden sind. Der UART-Controller des zweiten Platzes wird nämlich intern schon für den Touchscreen verwendet und somit würde der USB-Port nicht funktionieren. Damit wir die Stelle zum Löten gut erreichen können, müssen wir nun das Mainboard wegschrauben. Hierzu lösen wir die oberen beiden Kabelhalterungen und die 4 Schrauben an den Ecken des Mainboards. Anschließend können wir das Mainboard einfach wie gezeigt raushängen lassen. Nun setzen wir den USB-Port wie hier zu sehen ein. Ich biege dann die zwei dickeren Füße etwas zurecht, damit der Port von selbst hält. Als nächstes löten wir den USB-Port an den 6 Pins fest. Passt dabei auf, dass ihr keine anderen Komponenten erwischt, das könnte den Drucker beschädigen. Im Video ist zu sehen, wie mir genau das passiert und ich hier eine Lötbrücke über eine andere Komponente gezogen habe, was dazu geführt hat, dass der Drucker nicht mehr geschartet ist. Ich hatte allerdings Glück und nach dem Entfernen dieser Brücke hat wieder alles funktioniert. Ich werde in Zukunft definitiv viel vorsichtiger sein. Nach dem Anlöten des USB-Ports können wir das Mainboard und die Kabel wieder festschrauben und uns darum kümmern, den neuen Port zu portieren. Man könnte hier jetzt einen WLAN-Stick einbauen. Da ich für die Einrichtung von WLAN allerdings schon ein Video gemacht habe, ist das in der Beschreibung und jetzt oben rechts verlinkt. Ich will an der Stelle zeigen, wie man hier einen USB-Stick einbaut, um den Speicher zu erweitern, da ich vorhabe, darauf in Zukunft dann auch Zeitrafferaufnahmen zu speichern. Wir brauchen dafür einen USB-Stick, welcher klein genug ist, dass er passt. Ich habe hier einen preiswerten USB-Stick mit 128 GB von SanDisk verwendet, welchen ich in der Beschreibung verlinkt habe. Diesen müssen wir nun, wie gezeigt, auf NTFS formatieren, damit später alles problemlos funktioniert. Würden wir das nicht tun, dann könnten wir später beim Upload von Dateien Probleme bekommen. Anschließend können wir den USB-Stick nun einsetzen und die Abdeckung wieder anschrauben. Vergesst dabei auf keinen Fall, den Lüfter wieder anzuschließen. Um alles zu testen, stellen wir nun den Drucker wieder auf und schließen alles wieder an. Wenn ihr ihn anschaltet, dann sollt ihr nun wie gewohnt starten. Nun können wir im Webinterface unter SDR1 oder manchmal auch SDB1 den USB-Stick finden. Auf dem Stick befindet sich ein Ordner namens System Volume Information. Dieser ist wichtig für das NTFS-Dateisystem und sollte nicht angerührt werden. Ich erstelle einen neuen Ordner Prints für meine Drucke und lade dort einen Testdruck hoch. Da wir direkt auf den USB-Stick hochgeladen haben, haben wir nun den Vorteil, dass wir den Druck auch direkt auf dem Touchscreen starten können. Insgesamt kann gesagt werden, dass ein weiterer USB-Port viele Vorteile bringt, da man so versteckt einfach WLAN nachrüsten oder den Speicher erweitern kann, während man eine Webcam angeschlossen hat. Neben der Möglichkeit, durch einen USB-Stick direkt am Touchscreen hochgeladene Drucke zu starten, kann diese auch verwendet werden, um zum Beispiel in Zukunft genug Speicherplatz für Zeitrafferaufnahmen zu haben.
Video zu Zeitrafferaufnahmen folgt bestimmt. Also wenn ihr mehr von mir sehen müsst, dann lasst gerne ein Abo da und schaut auch meine anderen Videos an.